Herzlich willkommen zu Trinergy TV, immer noch hier im Moon Club für Talas Techno Club und seine Party heute, Night of the Legendary Clubs. Und an meiner Seite ist ein sehr bekannter DJ und Produzent aus der Frankfurter Gegend, der schon ganz lange hier tätig ist, DJ Pauli, auch Paul Steinbach bekannt. Danke, dass du Zeit hast. Ja, gerne mal. Freut mich echt. Ja, es ist ein netter Abend. Ich war ganz überrascht, dass ich die Einladung bekommen habe, hier auf so einer Techno-Club-Party zu spielen von Tala. Ich meine, Tala kenne ich natürlich auch schon sehr, sehr lange. Und es ist das erste Mal, dass ich auf einer Party von ihm spiele. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem ist es natürlich auch so ein Ding, das erste Mal wieder in einem Cocoon-Club zu sein. Ihr vielleicht wisst ja, ich war ja hier früher auch so ein bisschen involviert im Cocoon-Club. Ich habe hier auch gearbeitet, auch gerade für Cocoon Recordings das Label gemacht. Und wow, das erste Mal wieder hier reinzukommen, seitdem damals das Cocoon-Club dann leider schließen musste. Wow, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl hier. Ja, Paul, ich muss dir fragen, ist das dein erstes Mal, dass du irgendwie was mit Tala machst? Einfach weil er macht ja Trance, du bist ja von einer ganz anderen Schiene und man würde dich nie im Techno-Club buchen. Nee, das ist tatsächlich das erste Mal, weil Tala hat ja diese Idee gehabt, diese Night of the Clubs zu machen, wo er dann verschiedene Clubs hier dann präsentieren will, unter anderem auch das Omen. Und es war dann halt so, der Toni hat mich angerufen, Toni Rions, und hat gesagt, der Tala macht eine Party. Hättest du da Interesse, damit aufzulegen? Weil es gibt halt so einen Omen-Floor. Und so, ja klar, da bin ich dabei. Und dann haben wir natürlich auch Toni gefragt, spielen wir da eigentlich Classics? Und so, ja klar, spielen wir Classics. Und gerade mein Set beendet und viel Vinyl gespielt, was ich ja ganz selten spiele. Wenn ich ja heute spiele, ist dann in erster Linie so wie viele andere DJs in erster Linie natürlich digital. Aber es war schön, einfach mal die ganzen Vinylscheiben rauszuholen und die mal wieder hier präsentieren zu können. Und wie ist es so für dich? Das sind heute ganz viele Clubs. Ich denke mal, du hast in jedem Club gespielt schon mal in deiner Laufbahn. Die heute, also das Proto X, das Powerman Park, Omen, klar, Dorian Gray. Du hast in alle Clubs mal gespielt schon? Ja. Okay. Also größtenteils natürlich in allen Clubs. Gerade Dorian Gray natürlich gerade so Anfang 90er bis Mitte 90. Omen natürlich habe ich dann damals gemacht mit Sven zusammen, als wir die ersten Techno-Clubs-Partys gemacht haben. Und was natürlich echt interessant ist, ist halt wirklich das Ding, gerade dieser eine Floor, den wir jetzt hier haben, den Mikrofon-X-Floor oder Mikrofon noch an, Mikrofon noch an, okay. Ja, wenn ich sehe, was da abgeht, was da für eine Stimmung ist, natürlich ist es nicht meine Musik, ja, weil ich bin halt eher Techno oder House, ja, aber Trance eher nicht so, aber es ist dennoch interessant zu sehen, gerade das, man hat halt schöne, ja, viele Mädels auf dem Dancefloor, ja, und das hat man bei Techno ja selten. Und da merkt man halt, die Mädels, die stehen halt auf Melodien, ja, auf schöne Sounds einfach und sehr interessant heute Abend. Ich muss dich fragen, jeder hat so seine persönliche Geschichte mit Tala. Wie hast du ihn kennengelernt? Wann war das ungefähr? Na gut, in Tala, der hat ja damals schon so im Dorian Gray, damals in der Flughafen-Disco, der ja schon die ersten Techno-Clubs veranstaltet, gerade freitags. Und dann hatte ich die Möglichkeit gehabt über Alex Azari, der hat damals so einen Independent-Vertrieb gemacht in Frankfurt. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, den Tala mal kennenzulernen. Und Tala war natürlich, klar, also was er damals natürlich gespielt hat, hat natürlich nichts damit zu tun, was er heute spielt. Es war dann echt wirklich Techno, ja. Das war Yubi, das war Belgien-Techno. Ja, so Front 242 zum Beispiel oder Klinik, ja. Und dann hat auch so ganz viele Bauern aufgerissen einfach. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal kennengelernt und gesagt, wow, Alter, was du hier machst, geiler Sound, definitiv. Ich muss noch mal die frühen Zeiten ansprechen, was ich gar nicht wusste, war, du warst ja im Prinzip der A&R von IQ und Hardhouse. Ja. Du hast alle diese geniale Sachen gesigned oder sagen wir mal, du hast die entdeckt und gesagt, das ist geil. Auch mit Hilfe von Sven, ja, das war ganz klar. Also gerade IQ und Hardhouse, da war natürlich Sven als A&R, war dann natürlich sehr stark dahinter. Klar, da kann man ja auch viele Eigenproduktionen von Matthias Hoffmann und Steffen Pritzke und Ralf Hildenbeutel, die das da also gemacht haben, ja. Aber wo ich dann noch mehr als A&R tätig war, das war natürlich gerade Cocoon Recordings, ja. Da habe ich dann mich dann wirklich selber zum Ausdruck bringen, selber die Musik bringen, Leute entdecken einfach. Und das war sehr interessant, ja. Was glaubst du, hat diese ganze Sache noch
bekannter gemacht. Und das ist so einzigartig, weil die ganze Cocoon-Sache, gerade auch, weil es so lange auch diese Partys auf Ibiza waren. Ja. Und der Sven hat ja diese ganze Sache geprägt da. Aber du warst ja auch involviert. Wieso denkst du, war diese ganze Sache so lange erfolgreich? Die ist immer noch so erfolgreich, ja, in Ibiza, immer. Das muss man ja sagen. Ja, aber das muss man halt sagen, dass wir ja damals, also Cocoon, dass wir damals angefangen haben, im Montags, gerade im Amnesia, dass da war, teilweise waren 500-600 Leute am einem Abend, ja, gerade Montagabend, wo ganze Leute das ganze Wochenende gefeiert haben. Und, aber Sven immer gesagt hat, nee, er will den Montag behalten, er will das aufbauen. Und dann war es halt auch Zeit für so eine Musik. Ich meine, da lief halt viel, ja, die Engländer waren sehr stark zu der Zeit gewesen. Ja, es lief halt viel Commerz, auch ein bisschen Trance, viel natürlich ein bisschen kommerzieller. Und Sven so war mit so der Erste natürlich, dann auch, kann man Loco Dice auch nochmal dazu, weil die gesagt haben, ey, wir machen jetzt so Abende, wo wir ganz klar Techno spielen oder dann irgendwann wurde es dann so ein bisschen Minimal. Aber der es dann echt so publiziert hat und so da dran geblieben ist, dass es auf einmal so erfolgreich geworden ist. Wahnsinn, ja. Es war natürlich auch so ein Wechsel auf der Insel einfach, ja. Es waren halt früher sehr, sehr viele Engländer, die waren halt sehr dominant. Und irgendwann kam halt noch mehr Deutsche, noch mehr Italiener und die stehen halt einfach auf gute elektronische Musik. Ja. Paul, ich muss dich noch fragen, zu Sven Feht, ist das so wie ein Bruder für dich? Ja, er war natürlich ein Bruder, ein Mentor eher, ja. Er hat mir viel gezeigt, habe ich viel gelernt von ihm, hat auch einige Mauern eingerissen und war definitiv eine Person, die mich ganz stark geprägt hat, ja. Was kann ich dir noch fragen? Sonst heute Abend, alles war abgefahren hier im Moon Club. Du hast auch wieder viele alte Bekannte gesehen, der Pascal ist da, genau. Und der Toni. Toni Rios, genau. Mauro Bicotto, der gerade spielt, auch lange nicht gesehen, ja. Und das Schöne ist halt, was Krasse ist halt natürlich, ja, man kommt ja selber auch in so einem Alter rein, ja, als DJ, ja, ich bin jetzt auch 50, und dann sehe ich Mauro, ey, Mauro, lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und dann auf einmal, ey, wie alt bist du? Ja, 50, ja, und auf einmal ist es so, und man wird halt älter, ja, man trifft sich dann immer wieder, und dann gerade, das ist das Schöne heute Abend auf der Party vom Thaler, dass er so viele alte Leute zusammenbringt, auch den Uli Brenner, den ich lange nicht gesehen habe, der auch hier war, und schön mal die ganzen alten Buddies mal wiederzusehen. Letzte Frage, Paul, ich meine, im Omen, in den 90er Jahren, da warst du ja jedes Wochenende, hast du aufgelegt, was ist deine schönste Erinnerung da im Omen? Leider hat es ja 98 geschlossen. Boah, das ist natürlich schwierig, ja. Ich meine, also ich glaube, so einer meiner schönsten Erinnerungen war, ich war damals in London, da war ich damals, als ich für Logic Records gearbeitet habe, bin ich nach London geflogen und da habe ich die Felix mitgebracht, die Don't You Want My Love von einem Plattenladen. Und dann hat der Patrick, der damals Geschäftsführer war, hat gesagt, ey, lass uns heute Abend mal einen Swimmingpool aufbauen. Und der Sven war nicht da und das heißt dann, im Ruhm habe ich dann angefangen aufzulegen, so abends um 11 und dann ging das bis morgens um 8 oder um 9. Und die Felix, die lief da, glaube ich, 3-4 Mal an dem Abend mit dem Swimmingpool an Wasserschlacht und das war unglaublich gewesen. Ansonsten einer von den vielen unglaublichen Momenten, die wir eigentlich damals hatten im Ruhm. Okay, Paul. Vielen Dank für deine Zeit. War nett, mit dir plaudern zu haben und dich kennengelernt zu haben. Und ja, weiterhin so, bleib so frisch, wie du bist und mach weiter so. Wir freuen uns immer wieder, deinen Sound zu hören. Ja. Und Alla, alles Gute für den Techno-Club. Mach weiter so. Rock die Kraut, Alter.